Was sich hier abspielt, ist kriminell. Datendiebstahl, Sabotage, Spionage mittels Schadsoftware. Und das sekündlich weltweit. Täglich gibt es laut einer Studie mehr als 360.000 Cyberattacken. Die werden seit Mittwochmorgen im sogenannten Information Security Hub am Flughafen München beobachtet. Es ist ein Zentrum für den Kampf gegen Cyberkriminalität. IT-Experten können hier unter realistischen Bedingungen den Ernstfall trainieren. Wir haben hier in kleinem Maßstab dieselben Systeme installiert, wie sie auch ein Flughafen hat. Und dabei auch gleich eine sehr große Auswahl an den verschiedenen Cyberabwehrsystemen und Detektionssystemen. Wir können also Szenarien, wie sie einen Flughafen treffen können, hier auf in kleinerem Maßstab, aber echten Systemen nachbauen. Wir haben ein Angreiferteam, normalerweise in einem Training, das die Leute unter Druck setzt und Angriffe stattfinden lässt. Und in dem Raum hier sehen wir die Werkzeuge, die die Verteidiger zur Verfügung haben. Nicht nur Flughäfen sind im Fokus der Hacker. Laut des Cyber Security Reports hat sich die Zahl der Attacken auf große Unternehmen 2017 verdoppelt, mit immensen Folgen. Der Schaden für die deutsche Wirtschaft, der durch Cyberkriminalität entsteht, wird auf rund 50 Milliarden Euro geschätzt. Wir haben alle Cyber Security Verantwortlichen der europäischen Flughäfen eingeladen. Wir haben sehr starkes Interesse von Flugsicherung und diversen Airlines. Wir haben auch Anfrage von Automobilunternehmen und Zulieferern, die ähnliche Herausforderungen haben. Auch die müssen ihre Systeme absichern. Und last but not least, ganz viele deutsche Behörden. Das sind natürlich auch alle Unternehmen, die einer gewissen Gefährdungslage unterliegen. Und die Gefährdung kommt eigentlich aus dreierlei Themen oder aus drei wesentlichen Aspekten heraus. Das ist der Verlust von Intellectual Property. Also alle Unternehmen, die im Hightech-Bereich unterwegs sind, haben natürlich genau dieses Thema, ihre Intellectual Property verteidigen zu müssen. Es sind aber auch Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben, wie Energieversorger und so weiter. Und es sind natürlich auch Unternehmen, die sehr stark reguliert sind oder eben auch starken Compliance-Anforderungen unterliegen, wie eben zum Beispiel die ganze Banken- und Finanzbranche. Es ist die Schattenseite der Digitalisierung, die IT-Experten künftig immer stärkeres Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Denn die Zahl der Cyberattacken steigt kontinuierlich. Zum Ende unseres Drehs am Mittwochmittag lag sie bereits bei über 600.000.